Meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von natürlich Männer aus dem Wald hier bei Landwirtschaftssimulator 2019. Ich werde nicht mal lange machen, weil ich dann noch ein bisschen Daisy machen spielen wollte. Ich wollte heute noch den wollte ich FIFA 17 endlich mal durchzocken. Ja, ich bin noch bei FIFA 17 an der Daisy und alle lädt's mal aus. Danke. Da habe ich die Story fast durch, also wenn ich so mir die Grundvideos anschaue, ich habe noch ca. eine Stunde, die ich, eine bis eine und eine halbe Stunde, die ich ungefähr noch zocken muss, damit ich durch bin. Und ich möchte auch langsam so eine kleine Spielesammlung irgendwann mal ansammeln, beziehungsweise gerne haben, weil es einfach nur sexy ist. Willst mich verarschen? Jetzt bin ich 2 cm gefahren und dann wollte die 91 nicht ausladen. Hallo, jetzt, ach, boah! Das ist schlimmer als alles andere. Gut. Haben wir es geklärt. Jetzt kommt eigentlich der ich weiß nicht, warum ich mir dieses Grundstück. Das Grundstück ist so scheiße. Ich glaube mal, ich werde das verkaufen und mir ein anderes Grundstück holen. Weil es wird ja nicht. Das ist eine gute Idee. Dass ich dieses Grundstück endlich mal wieder verkaufe, weil es ist der blanke Horror. Wenn ich Grundstücke X, das hier, ich krieg 107. Dann kann ich mir auch locker das hier kaufen. Oder das hier. Oder auch nicht. Noch nicht. Dann kann ich mir nämlich das hier endlich mal leisten. Da habe ich die Felder. Da ist das 500, naja. Aber wenn ich das hier hole, dann... Ja. 220 kann ich mir auch noch nie leisten. Also hier drüben kann ich mit meinen Maschinen trotzdem weiterarbeiten. Und brauchen noch keine neuen Maschinen kaufen, die irgendwie den Berg mal schaffen würden, ja. Nicht so schief arbeiten. Weil ihr seht ja selber, also das ist ja... Der kämpft sich ja hier richtig hoch, unser DDR-Fahrzeug. Ich finde immer noch das mit der Plane, finde ich so richtig genial einfach. Es ist einfach so, als ob ich in der DDR leben würde im Moment. Das ist... Zwar ist für die heutigen Zeiten die Maschinen natürlich... untertrieben und eigentlich überhaupt nichts wert, aber ja, so, jetzt kann ich aber den Helfer anschalten, das freut mich. Jetzt wird er hoffentlich eine Weile um mich auskommen oder nicht. Kommst du jetzt aus? Nein. Dann fahren wir eben gerade an. So. Haben wir das. Der macht seinen Spaß. Der hat seinen Spaß. Ja, dann... was machen wir? Den Helfer entlassen. Den abkuppeln. Und fahren wir jetzt. Machen wir das heute, damit wir überhaupt was machen heute noch nebenbei. Gehen wir uns diesen Dings holen, diesen Silage, ihr wisst schon, was ich meine. Dass ich die Silage irgendwann mal anfangen kann. Es wird ja noch eine Weile dauern, auch weil ich nehme ja dieses Gras, das ist auch scheiße im Moment. In der Zeit, wo ich das Gras abernte, kann ich die anderen Felder schon abernten und so komme ich mit dem Kobalt und mit dem Sehen gar nicht hinterher. Muss auch irgendwann mal was Größeres kommen. Und so irgend sowas, wo ich mit eben mal drüber das Feld fertig habe. Also ich habe eigentlich nichts Wichtiges mehr, was ich nicht brauche. Oder Unwichtiges, was ich nicht mehr brauche. So. Den brauche ich den Anhänger. Ja gut, man könnte den Kantriva könnte man verkaufen.
Die könnte man beides eine größere Maschine. Ja. Es tut mir mal. Ich weiß. Gut. Haben wir es auch geklärt. Ich wollte jetzt dieses Farmhaus 180.000. Ich könnte es mir fast wieder leisten. Wie teuer sind denn Dings hier? Überlader, Anhänger, Maisflücker, Rübentechnik, Chemie, Flügel, Kuba. Wir haben den Rau. 3 Meter. Nur weil es eine Marke ist? Willst du mich verarschen? Oh, guck mal, der kann gleich Gras. Ist das Gras? Das ist Gras. Der könnte gleich Gras sehen. Das würde mir ein bisschen Erleichterung geben. Das ist ja auch nicht so grob. Alter, was ist denn das für ein Ding? 24 Meter. Also es gibt nur die Beine und die sind wegen Gras. Okay. 24.000. Könnte man sich überlegen, ob sich das rentiert, ob sich das lohnt. Weil dann kann ich nämlich Seetechnik. Ja. Das wäre für 30.000. Da würde ich den einsparen. Den und den Flug einsparen. Dann hätte ich für mein Gras und für mein Oh, der kann auch Gras sehen. Das ist natürlich... Und ich kann schneller sehen. Ach, das sind hier Maschinen noch. Das ist schon krass. Das ist schon gewaltig. 18 Meter, 25 Meter, 34.000 Liter Tank. Hui. So, ich würde jetzt erstmal, was ist alles diverses? Ah ja, genau, die 3-Punkt. Damit könnte man den Flug, nee, aber da bräuchte ich einen starken. Ja, wir kaufen uns Dings hier. Das steht jetzt für das System. Da könnte man schon später auch noch mal überlegen. Können wir auch plus die 3, also Klammer nur die 3 nehmen. Hier werfen wir das Silo-Zeug dann drauf, Silage-Zeug. Oder können den noch vielleicht runterfahren? Dazwischen Beladung für Kipper. Nimm man da ja vom Boden auf. Könnte man sich noch was einfallen lassen und später. Könnte man das nicht eigentlich fürs Gras nehmen? Für Silage lädt man ab und das. Alles da drauf? Also geht's ins Silo-Ding? Da brauche ich mir auch nicht mehr die Gedanken machen, mit dem Fahrzeug nicht mehr rauskommen zu können. So. Da bräuchte ich aber auch die Treib... Also wir machen heute wirklich wieder nur noch... Gesprächsthemen hier draus. Ich weiß, was ich glaube ich jetzt mache. Wir werden uns einen neuen Trecker kaufen. Und zwar den Fan Favorite.
werden uns ein Schild dran holen. Der hat nämlich hier vorne 3 Punkte. Und da können wir uns ein Schild holen. Und verkaufen im Fiat dafür. Vielleicht. Das werden wir im... Machen wir jetzt noch. Wir werden uns einen stärkeren Motor noch reinholen. Kostet zwar 17.000 mehr. Oder nee, wir lassen das erstmal. Nehmen wir erstmal mit 115. Kaufen den. Jo, wir kaufen den. Dann gehen wir auf. Wo sind das? Schiebeschilder. Na komm, lade. Schiebeschilder. Dann können wir uns nicht reichen. 4 Meter aus. Ich glaube, 4 Meter reichen aus. So. Aha, jetzt unter hätte man noch einen Radler machen können. Okay. Gut, wir nehmen die 3 Punkte. Kaufen uns. Gekauft. Dann können wir Förderband, das würde mich nämlich interessieren. Förderbandsystem. Der und der schmeißt das dann drauf nur. Also nehmen wir die beiden Förderbänder. Wie sehen die denn grün aus? Oh, grün ist natürlich auch nicht schlecht. Kaufen. Jo. Zurück. Und den hier noch. Kaufen. Jetzt haben wir zwar kein Geld mehr. Aber wir haben erstmal eine Großbestellung mal wieder gemacht. Und ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, dass... Was? Ich werde jetzt alles werde ich rüberfahren. Das wird natürlich auch seine Zeit dauern. Und würde sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann gibt natürlich einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder nicht. Und sagt natürlich, ob ihr denkt, dass was ich jetzt vorhabe, ob das klappt oder nicht. Also ihr könnt natürlich denken, was ich jetzt hier vorhabe. Und dafür habe ich eigentlich gerade 100.000 ausgegeben. Wir haben so viel Pläne gemacht, was wir alles mit dem Geld kaufen könnten. Und jetzt habe ich einen neuen Trecker. Ich habe jetzt 3 Trecker. Und hier wird kalt. Nice. Und ich gehe heute noch auf Nachtschicht. Dann wird es noch kälter. Geil. So, dann bin ich mal gespannt. Und dann bin ich dann bis zum nächsten Mal. Sagt euch mein Wort. Ciao, ciao.